Schön, dich zu sehen, Amai. Es gibt ein Problem. Die Explosionen, die Blüten zerstört haben, haben zu seismischen Aktivitäten geführt. Sehr schlecht. Überall tritt Rohöl aus dem Boden und verseucht zahlreiche Ökosysteme. Was kann ich tun? Uns helfen? Ich bin mit einem Team zu einem der Risse, aber die RDA war schon da. Wir haben sie weggelockt, damit ich die Sensoren überprüfen kann. Aber ich muss schnell arbeiten. Was? Du bist draußen? Ja, und ich habe eine Riesenangst. Ja. Halt durch, Priya. Ich komme. Hey, Sotlet. Ich nähere mich einer echt großen RDA-Basis. Umgeh diesen Ort, wenn du leben willst. In der Basis gibt es mehr RDA als Kinglore im Wald. Und flieg auf keinen Fall zu nah ran. Die Flugabwehrtürme schießen deine Ikran sofort ab. Okay, ich werde mich vorerst fernhalten. Aber was ist das denn überhaupt für ein Ort? Ich weiß nicht, was die RDA da tut. Priya und Daylan könnten dir mehr dazu erzählen. Aber die RDA wird dich zerlegen, wenn du unvorbereitet bist. Wurdest doch gerade erst aus dem Kälteschlaf gerettet. Der Sturmgleiter. Was ist dir zugestoßen? Aber was noch? So nicht. Nein. So nicht. Nein. Etwas hat einen der Soldaten weggeschleppt. Ich frage mich, ob...
Der Sturmgleiter wurde vom RDA-Fluggerät erwischt. Ich frage mich, ob... Ein Thanator hat den Söldner erwischt. Der Sturmgleiter vom RDA-Fluggerät erwischt. Ein Thanator hat 2 Soldaten angegriffen, 1 weggeschleppt. Warum hat die RDA den Sturmgleiter getötet? Unfall? Oder Absicht? Frisches Blut. Aber von wem? Thanator hat mit seiner Beute gespielt und sie zum Sterben zurückgelassen. Ja, tot. Können wir los? Wozu die Eile? Der kommt nicht zurück. Hat geheult wie ein kleiner Welpe, als die Flügeldrachen den hier brutal umgebracht haben. Um den mache ich mir keine Sorgen. Das hier ist Hunter Bravo-Territorium. Hunter was? Irgend so ein Horrorvieh, das aus einem alten Psyops-Labor im Wald westlich von hier geflüchtet ist. Wird natürlich totgeschwiegen. Wer hat dir das denn erzählt? Da wollte dich wohl jemand verarschen. Sch, hast du das gehört? Kumpel, entspann dich mal ein bisschen. Anka, ein RDA-Team wurde von einem Thanator namens Jäger Bravo angegriffen. Sagt dir das was? Ja, tut es. Adjir hat mir irgendwann davon erzählt. Eine gefährliche Bestie. Wird uns auch irgendwann töten. Du musst... Er ist noch hier. Ich muss verhindern, dass er mehr Leute tötet. Hör zu, mach dich auf einen harten Kampf gefasst. Es ist keine Schande, dich zuerst besser auszurüsten. Thank you.
Ein Signal? Aus dem Thanatoren? Wie kann das sein? Anka, geschafft. Der Thanator weilt nun bei Ewa. Gut. Adir wäre darüber erleichtert. Aber irgendetwas stimmt hier nicht. Aus seinem Bauch kam ein verschlüsseltes Signal. Eine Art Zugangscode oder so. Vielleicht hat er ein Zugangsgerät verschluckt. Die Dinger sind robust. Immerhin ist die Gegend jetzt sicher. Achte auf Signale ungewöhnlicher Aktivitäten. Wenn da noch mehr draußen rumlaufen, ist es nur eine Frage der Zeit. Lieber die Bögen als der Heimatbaum. Aber das macht es nicht besser. Das war ein riesiger Verlust. Sie verbringt verdammt viel Zeit in diesem Linkbett. Nein, aber denk doch mal nach, komm schon. Es wäre so cool, ein Avatar zu haben. Einfach ohne Maske rumzurennen. Ha, während man die größtmögliche Zielscheibe auf dem Rücken hat, Bilder von einem bei Zielübungen aufgehängt werden? Na. Du weißt schon, man kann nicht alles haben.
Sie können vielleicht das Land zerstören, aber nicht die Sesua. Lass mich zu Atem kommen. Sicher. Ich könnte auch eine Pause brauchen. Schon wieder? Na gut. Guten Tag. Glaubst du, ein Himmelsmensch könnte als einer des Volkes durchgehen? Unmöglich. Sie kennen unsere Bräuche nicht. Wir wüssten es sofort. Die jungen Sarentu wuchsen mit den Himmelsmenschen auf. Doch lässt sich nicht abstreiten, wer sie sind. Allerdings haben sie ein merklich sonderbares Benehmen. Sieh nur. So anmutig.